Ja, dann geht's. Immer in meiner Antwort. Kann das... Aha? Das war der Schlag, dass ich weiß, wo ich schneiden muss. Ach so, okay. Hallo, wir sind auch da. Hallo. 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 Ich hab Hunger, können wir anfangen? Ich bin müde, ich will in mein Bett. Sag das Johannes, der kam mal wieder eine Stunde zu spät hier. Ja, natürlich. Immer auf mich schieben, klar. Ich kann's beweisen. Wir können es beide beweisen. Ja, wer hat am Montag abgesagt? Ich oder du? So. Ich konnte mich einfach nicht mit euch zusammensetzen. Das ging nicht. Schrecklich mit euch jedes Mal hier. Mhm. So, wir spielen mal wieder Karten gegen die Menschlichkeit. Ich habe gewonnen letztes Mal und mal gucken, ob ich wieder gewinne. Ich möchte nicht. Du gewinnst safe. Das garantiere ich dir, dass du wieder gewinnst. Ja. Wir können es auch sein lassen. Ey, komm, alle guten Dinge sind drei. Ja. Da. Decks haben dann, wir, auf geht's. Wir hatten mal eine kleine Testrunde eben mal zwischendrin mit ein paar anderen Decks, aber das war eine Vollkatastrophe. Deswegen sind wir wieder aufs alte Kartenset zurück. Straight Outta? Gibt's ein Lied davon? Sagt mir nichts. Von Both, Straight Outta Line. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich jetzt gleich mal so ein Einf-Ding und spiele das Lied mal kurz ab. Vergesse ich hier wieder. Oh, was sind das schon wieder für scheiß Karten? Ja? Der lacht sich schon wieder ein ins Fäustchen. Das kann nichts Gutes. Das keine Ahnung, das kann nicht gut enden. Das kann keine wirklich Ahnung, nicht gut enden. Wir sehen uns in der Hölle wieder, ne? War das doch vorhin deine Aussage? Ja, ich mach schon mal die Heizung an. Ich ruf schon mal die 110, hol dich nachher ab. Die kommen alle mit. Corona-Quarantäne 2.0, ja, in der Hölle. Genau. Ich hab keine Ahnung, ich hab jetzt irgendwas gemacht. Das merke ich bestimmt gleich an deiner Antwort. Straight Outta Schindlers Liste verbrennen und diabolisch lachen. Okay, die ist von Johannes, das merkt man. Was? Was? Kann doch überhaupt nicht sein. Du schreit Schickwig-Form. Was? Ah. Ruckst du da so auf den Lokus und tust dann hier so schön mit den Arschbacken kneten, oder was? Alter. Da musste ich mehr lachen. Aber ich ist mein zweiter auch gut fand, aber da musste ich mehr lachen. Was ist mein Fetisch? Nein, es ist nicht mein Fetisch. Warum kriege ich immer so Karten? Ich habe Karten als Antworten Hillary Clinton, Michael Schumacher und Schlampe. Nein. Oder der Irak. Alter, ich komme sowas von in die Hölle, ey. Wir kommen alle in die Hölle. Ich gehe mit großen Schritten voran wahrscheinlich auch noch. Ich liebe einfach das. Das passt am ehesten. Was ist mein Fetisch? Ein bisschen passen. Das spielen wir mal. Alter. Ihr seid Schweine. Es gibt ein Sperma-Kochbuch. Es ist dein Fetisch. Ich können wir da nichts dazu. Es gibt ein Sperma-Kochbuch. Ich möchte das gar nicht wissen. Es gibt ein Sperma-Kochbuch. Mutierte Nazi. Nee, es dürfen nicht immer die Nazis gewinnen. Was? Siehst du, hab wirklich gehabt, dass dein Fetisch ist. Kannst du Eclair mit Sperma übergießen und das dann essen? Das steht in dem Buch drin. Bah, warum weißt du sowas? Ey? Meine letzten Worte werden lauten, ja, wir sehen uns alle in der Hölle und die Polizei kommt mit, das wissen wir ja schon. Es passt halt, weiß ich nicht. Passt halt nix, ich müsste jetzt was schreiben. Ich auch, ich habe es heute rausgelöscht, dass ich gleich neue kriege. Ja, wenn ihr wollt, können wir skippen. Warte. Ja, können wir skippen. Ja, skippen. Alles klar. Jeder sagt, heutzutage.
kommt doch irgendwas mit Corona genau oder sowas. Ach du Scheiße. Ich hab da genauso wenig was für. Oh du Kacke. Ich hätte was, aber du Kacke. Wenn du nichts hast, dann können wir auch gerne skippen. Nehmen wir die nächste. Hätte es unter dem Führer nicht gegeben. Oh. Das für eine blöde Antwort. 2 ja. Plus 2 hätte es unter dem Führer nicht gegeben, oder was? Ja, ja, die Beta-Tester. Immer, das klingt schon böse schwarz. Okay, also. Ellie meint, folgendes hätte es unter dem Führer nicht gegeben. Kinderprostitution legalisieren. Was? Was? Ist das nicht falsch rum? Ja, eigentlich schon, aber es ist trotzdem irgendwie so in dem Zusammenhang. Nee. So, Chris meint, folgendes hätte es unter dem Führer nicht gegeben. Fette Finger. It's that win. Geil. Fette Veganer. Punkt, 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 sei Dank. Ach, Coronavirus sei Dank, oder was? SARS-CoV-19. Grüße gehen raus. Ellie hat schon? Ja, ich fange immer noch zwischen einen anderen, aber... Keine Ahnung. Okay, ich glaube, keine Ahnung. Die mir erstmal beitreten, damit man seine Gelüste nach einer engen Ziege stillen kann, sei Dank. Okay. What the fuck? Das Manifest der kommunistischen Partei, sei Dank. Nein, die Ziege gefällt mir besser. Yay! Die Ziege und die Ziege kriegt den Punkt. Hat tatsächlich nichts mit dem Islam zu tun. Jetzt habe ich eine Karte weggemacht, die ich eigentlich gerade spielen wollte. Okay. Hast du was? Oh, nicht so richtig, also. Nee. Dann skip. Skip. Warum hast du das im Mund? Ich hätte was. Okay. Der feiert sich schon wieder selbst, das gibt's gar nicht. Morgen schon hat frische Milch gemolken aus meinem Penis. Oh, du bist eine Feinschmeckerin. Erst das Sperma-Kochbuch, jetzt das. Ja. Morgen schon hat in der Mitte das. Oh Mann. Ich muss mir treu bleiben. Jawohl, ich hab Punkt. Was? Zweiten Punkt. Was? Aber es passt doch, wenn du in der Mitte bist. Also. Heute machen wir. Ach, machst du weiter? Zahl, ja, okay, alles klar. Achso, Entschuldigung. Heute machen ich wir. Ich hab Angst dafür. Ich hab gute Karten, aber irgendwie nichts, was passt. Ich hätte auch was, aber ich weiß nicht, ob das ein Punkt wert ist. Wir können gerne skippen, wir können aber auch spielen. Wie gesagt, von mir aus können wir skippen, weil wie gesagt, ich hab... Wie ich Johannes seinen Humor kenne, wird das nicht ein abfeiern bei der Karte. Wir können auch ganz skippen. Okay. Meine Eltern erzählten mir, dass sie meine Schwester Paris genannt haben, weil sie in Paris gezeugt wurde. Das erklärt wohl auch, warum sie mich genannt haben. Ich weiß nicht, ob du den Insider dazu kennst zu meiner Karte. Das können wir nur auf einem Weg rausfinden. Ich hab gar nichts.
Vielleicht kennst du den Insider. Musst okay. aber auch genauso vorlesen, wie es da steht. Okay. Also, meine Schwester hat Paris genannt, weil sie in Paris geboren wurde. Und ich wurde... Das erklärt wohl auch, warum sie mich Kabelfernsehen genannt haben. Hä? Der ist stumpf, aber auch gut. Der ist stumpf, okay. aber auch echt gut. Unerwartet. Okay. Nachdem das wohl Ellies Antwort war, ich bin auf deine gespannt jetzt. Hühnchen mit Reis! Er kennt den Insider, jawohl! Hühnchen mit Reis! Ach so, ja, ich. Gibt's Reis, ich hab's. Ja, ich kenn's auch. Ich musste jetzt auch erstmal nachdenken, aber ich kenn ihn auch. Punkt, Fragezeichen. Gibt es. Dagegen gibt es doch sicher etwas Homöopathisches. Oh, da hätte ich eine gute Karte, die spielen können. Ellie wieder instant eigentlich eingeloggt. Ja, ich hab doch gerade so einigermaßen was Passendes. Das sehen wir gleich, ob's mir passt. Ja, guck mal, ich gewinne zurzeit noch nicht. Ja, ich muss halt auch mal irgendwas gewinnen. Gibt's nicht. Nachdem wir schon dreimal Golfit gewonnen haben. Also, den Frieden im Nahen Osten wiederherstellen. Dagegen gibt es doch sicher etwas Homöopathisches. Oder pädophiler Zombie-Nazi-Doktor. Ich bin ein Nazi-Doktor. Yay! Ich gewinne diesmal nicht. Ich habe irgendwie nur so Nazi-Karten oder so Fick-Karten. Also, Babsis Bumsbude auf YouTube. Ah. Sony hat mal ein Video über geclaimed. Was ist los? Na, ja, alles gut. Weiß ich, was du meinst. Wenn du jetzt, dann lösche ich mal kurz was weg. Nee, ich spiel die. Komm, no risk, no fun. Sony hat mein Video über gleitfähige Käsesoße geklärt. Kann man danach wieder ablecken. Oh. Ja. Entrümmelung oder was? Außerdem hat Sony mein Video über der den Aufsichtserlebnis noch geklärt. Ich komm so in die Hölle. Ich komm so in die Hölle. Männer wollen immer nur das eine. Ja, wissen, warum zum Teufel man ein Kochbuch über Sperma rausbringt. Ellie, du bist doch da führende Fachfrau. Kannst du das mal ein bisschen näher erläutern? Ey, ich habe ja drei gute Antworten, die ich spielen könnte. Jetzt wird's schwierig. Oh, Ellie hat schon eingeloggt. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Karten. Ja, ich habe auch noch eine andere gute Karte, aber ich weiß es nicht. Überleg du noch, ich überlege auch noch. Also ich muss mich zwischen sechs Karten entscheiden. Zwischen sechs Karten jetzt schon? Ach, jawohl, es sind sechs Karten. Okay. Der ist zu stumpf. Der könnte gehen. Der ist zu stumpf, auch wenn das so schon losgeht. Ja. Ich sagte, ich habe auch ein paar gute Karten, aber... Ich kann dir nicht vorlesen, das wäre zu dumm. Wartet jetzt doch auf mich, Arne. Ja. Da tippt einer. Das bin ich nicht.
Ja, ihr seid ja noch nicht fertig. Ach komm, ich nehm die. So, Männer wollen immer nur das eine. Chris findet eine Stempelkarte für die Abtreibungsklinik. Okay. Kriegst du so 10er Rabattmarken oder was? Wenn du das 11. zurückbringst, ist es kostenlos. Ach du Scheiße. Überleg, dass ich 5 Geschwister habe, ist das eigentlich richtig sterben, darüber zu lachen. Alter, nein. Der kriegt sie nicht mehr ein. Ellie findet, das eine, was Männer immer noch wollen, ist Kondome aus Sandpapier. 12 Verkörnungen. Der ist gut. Oh. Ich finde es sogar noch besser als die Stempelkarte. Boah. Die Vorstellung allein. Nee, nein. Boah. Das ist trotzdem gut. Aua. Möglicherweise entscheidende Frage. Jetzt gibt es ... als professionelle Sportart. Jetzt kommt irgendwas Stummes, Dumpfes einfach nur, das weiß ich jetzt schon. Stumpfes, Dummes, irgendwas Schwarzes. Irgendwie so stelle ich mir das jetzt vor. Ich schwanke gerade zwischen mehreren, das ist das Problem. Das hatte ich gerade auch das Problem, genau. Das ist schwierig. Oh, das ist schwierig jetzt. Das ist dann echt schwierig. Immer warten auf Johannes. Ja, ist egal, ob wir bei der Aufnahme warten. Ob vorher. Ja, bitte, hier, so. Jetzt müsstest du einfach noch rotzfrech gewinnen. Also. Jetzt gibt es ein paar Randballspiele mit Nachbrenn als professionelle Sportart. Ja. Da musst du schon einer zusammenreißen. Oder jetzt gibt es. Ich darf gar nicht einfach stecken mit Anschlag gespielt. Ich bin raus. Das hat so gut gepasst. In jedem 7. Ei ist dabei. Ich habe diese Anschlagskarte auch gerade erst gezogen. Vielleicht kann ich doch noch gewinnen. Wirklich ist alles. Wenn du jetzt in mich willst, nicht Johannes, kannst du auch noch gewinnen. Ja. Ein typisch Schmaut-Heckscheibenaufkleber. Habe ich gerade gelöscht, deswegen kann ich es vorlesen. Na komm. Jetzt habe ich alles gelöscht, weil ich dachte, wir skippen. Ach so? Ja, nee, dann. Nein, alles gut. Dann nehme ich einfach irgendwas jetzt. Wir können auch skippen. Ja, ich hätte noch zur Not was. Das ja, passt nee, halt komm, in den Reim damit rein. Ich sag mir. Ja, genau. Wenn im Film vorkommt, sollte auf jeden Fall Taschentücher gerade griffbereit sein. Du hast nichts so richtig, oder? Finde ich irgendwie unspektakulär, die Frage. Ja, ich auch. Warte. Jetzt kannst du. Ich habe mir gestern einen auf runtergeholt. Ich bin nicht stolz darauf. Warum kriege ich immer so Fragen?
Zum Vorlesen? Ja, Antwort, Alter. Chris hat schon mal eine Antwort. Ja. Ey, ich bin raus. Na, auf was habe ich mir gestern einen runtergeholt? Ich habe mir gestern einen auf einen Pornos. Okay. Ey, Lüso, okay. Wir zwei brechen ja am Anfang an sie so. Okay. Ja, okay. Okay. Das sind auch die Reste von Lady Diana. Ich bin nicht stolz drauf. Yay! Schade, ich dachte, der Porno ist raus. Der Porno zurückspult, das ist cool. Machst du auch immer, ne? Ja. Spulst immer zurück, weil du das gern siehst, wie der Freier der Nutte das Geld zurückgibt, ne? Mir tut alles weh. Ja. Ich sehe bald nichts mehr. Ah, schön. Das war eine gute Aufnahme. Das war gut. Das war eine gute Runde. Ich muss ehrlich sagen, Chris ist irgendwie immer noch der vernünftigste von. Der ich habe halt auch meistens nie wirklich gute Antworten. Oder du traust dich nicht. Weiß es nicht. Oder du traust dich halt nicht. Was heißt nicht trauen? Trauen ja, schon. Ellie ist jetzt ganz offiziell zu ihrem Spermakochkonsum aufgetreten. Ja. Also. Falls wir uns mal irgendwann treffen sollten, dann schenke ich dir so einen Spermakoch. Nein, bitte nicht. Aber ich möchte nicht, dass du uns das was kochst. Davon. Ach, guck mal, hier ist heute 34. Ach. Neues Auflaufrezept gefunden. Hey, wenn du mir das schon schenkst, dann wird daraus gekocht. Ganz einfach. Das musst du dann auch essen. Ach, ich weiß, wer davon nicht isst. Ich. Sag euch dann so den Vortritt, hä? Wenn ich koche was und dann schicke ich euch das hin und dann. Ich will gar nicht wissen, wo du die Zutaten dann alle hernimmst. Das sind ganz einfach stinknormale Zutaten, wenn du einen Kuchen backst. Du machst einfach nur noch Sperma mit rein. Oder obendrauf oder sowas. Ja, ja, aber kannst du ja nicht dir hier mal so einen Liter auf Flasche ziehen. Also. Ja, du weißt doch am besten, wo das herkommt. Hose runter und voll Trio. Ja, bei mir ist das ein bisschen schwierig, ja? Ja, gut. Naja, du hast dir eben auf die Überreste von Lady Di einen runtergeholt, also ich meine. Da kommt aber immer noch kein Sperma. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze mal an dieser Stelle. Ja, ich muss mal kurz durchatmen. Luft durch. Oh Gott, das waren erst zwei Folgen Cards Against. Das wird noch viel schlimmer werden. Das wird noch schwärzer. Das wird noch echt schwärzer. Oh yeah. Ja. Also die ersten 1000 Dosenplätsche in der Hölle sind für uns reserviert. Auf jeden Fall. Das ja, ist safe. Ja. Johannes und ich gehen da mit großem Schritt voran. Chris kommt irgendwann so nach. Ja, da muss erst noch seine 5x18 Hole-in-One-Golf-Partien beenden vorher. Ja. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Feedback zur Folge oder auch zu den anderen Folgen da. Gerne auch Vorschläge, was man denn noch so zocken könnte. Wir haben da zwar schon mal so eine Liste zusammengeklöppelt, aber Input ist nie verkehrt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Tschüss. Ciao.